Guten Tag. Herzlich willkommen zum heutigen Brown Bag Lunch. Heute ist die Firma Glutz zu Besuch. Die Firma Glutz kennen Sie sicher alle auf die eine oder andere Weise. Die einen, weil sie sich effektiv damit befasst haben und im großen Katalog der Beschläge der Firma aus Solothurn geblättert haben und Beschläge ausgesucht haben. Die anderen unbewusst, weil sie sicher schon einen Türgriff in der Hand hatten, der Firma Glutz, oder einen Fenstergriff. Was viele aber nicht wissen, ist, dass Glutz auch eine Manufaktur betreibt, in der Einzelanfertigungen oder kleine Serien nach Wünschen der Planenden umgesetzt werden können. Wir haben heute Markus Hues und Florian Kaufmann hier. Markus Hues von Glutz stellt Glutz als allgemeines Unternehmen und die Produkte vor. Und Florian Kaufmann wird im Abschluss die Manufaktur insbesondere vorstellen. Auf die Drücker der Manufaktur hat das Büro Sutter & Partner, Architekten aus Bern, beim Umbau des Schloss Schadau zurückgegriffen. Ein denkmalgeschütztes Schloss aus dem 19. Jahrhundert, das kürzlich instand gesetzt und umgenutzt wurde. Und wir haben heute nicht Anna Sutter hier, die angekündigt war. Sie ist leider krank, aber mit Marc Blaser ist der Projektleiter, der dieses Projekt betreut hat hier, und er kann uns die Informationen darüber geben, wie das wie das Ganze abgelaufen ist und weshalb Sie auf die Drücker der Glutz-Manufaktur gekommen sind. Dann übergebe ich das Wort an Markus Hues, der den Anfang macht. Gut, auch ich möchte euch noch herzlich begrüßen zum Brown Bag Lunch. Freut uns natürlich sehr, dass so viele Leute Interesse haben, die Manufaktur kennenzulernen. Zuerst ist mein Teil ein bisschen rund um Glutz zu erzählen, ein kurzer Einblick, dass man auch sieht, was Glutz neben der Manufaktur macht, wo wir nachher noch von Florian Kaufmann dann detaillierter sehen. Die meisten kennen uns eigentlich von den Schlössern und Beschlägen. Das ist sicher unser Hauptfokus, was wir da anbieten. Und da kennen uns die meisten Leute. Wir sind aber heute treten als Systemanbieter auf. Also Sie haben einen Ansprechpartner und wir können eigentlich die meisten Komponenten um die Türe Ihnen anbieten. Der Vorteil, Sie haben dann natürlich nur einen Ansprechpartner. Und so haben wir das Sortiment erweitert mit auch mechanischen Schließzylindern, die wir seit 5 Jahren anbieten. Dann haben wir seit 11 Jahren ein elektronisches Zutrittssystem im Sortiment, wo natürlich heute die elektronischen Komponenten auch ergänzt, wo es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt für die Personenregelungen, wer darf dann wo rein. Daneben, jenseits des Standards, wäre die Manufaktur, wo wir nachher noch genauere Details von Florian bekommen. Dann habe ich eben gesagt, wir treten als Systemanbieter auf. Heute können Sie eigentlich sämtliche Komponenten. Ich sehe hier einfach ein Schema von einer Türe, was man sieht, was wir alles anbieten. Und wir können eigentlich dann eben auch, heute haben wir auch Drehtürantriebe, die mit unseren Motorenschlössern gut harmonieren. Und heute im behinderten, betreuten Bewohnen, barrierefreies Bauen, immer mehr das Thema ist natürlich auch so die barrierefreie Zugang. Das Motorenschloss macht auf, Drehtür geht, öffnet die Türe. Dann auch Paketfachanlage, wo das auch das komplette elektronische Zutrittssystem kombiniert, wo man mit dem Badge wirklich auch die Post und die Pakete so abholen kann. Genau. Dann werden wir jetzt, sind wir in den letzten Zügen mit
der Drückerbroschüre. Und auch mit der Drückerbroschüre wollen wir eigentlich die Durchgängigkeit unterstreichen. Wie wir es jetzt auch hier im Tower Grosspeter in Basel, wo wir auch die Durchgängigkeit für alle Türen liefern konnten. Egal, ob in einen Türen mit Fluchtwegdrücker, mit der 8mm Rosette oder ob es dann auch etwas schwarz sein muss, was heute auch im Trend ist, mit einer Piatto Flachrosette, das kann man alles kombinieren. Und die Durchgängigkeit, das ist wirklich auch in der Planung einfach. Sie können ein Produkt aussuchen und dann haben wir die sämtliche Lösungen in den Familien. Und in dieser Broschüre, die eigentlich auf Ende Jahr dann fertig sein wird, haben wir 9 komplette Familien, wo sie vom Standarddrücker bis zum Fluchtwegdrücker, Hebeschiebetür, Fenstergriff, alles aus einer Hand anbieten können. Auch mit dem QR-Code ist dann so die Verlinkung, wo man die Familie sieht, die Geschichte, die Normen. Und das ist da wirklich ein gutes Mittel, dass man da sehr schnell sieht, welche Produkte kann man auch kombinieren, wo in der selben Familie ist. Appenzell. Etwas erweitert haben wir hinten auch 2 Koffer, wenn man diese Linie mal noch anschauen möchte. Ist jetzt das Schöne, die Abgekröpfung, wo es bei Fluchtwegtüren braucht, wie wir es jetzt eigentlich hier beim untersten, also bei Rohrahmentüren, Entschuldigung, wie hier beim untersten, wo den Architekten meistens nicht so gefällt, haben wir hier schön im Griff eingebaut und braucht es eigentlich diese Abkröpfung, diese markante eigentlich nicht, oder? Im Schönef haben wir das ähnlich gemacht, so die halbovale Form, die heute auch sehr viel im Objekt eingesetzt wird, hat jetzt auch hier diese leichte Abkröpfung, dürft ihr auch bei Rohrahmentüren dieses Modell so einsetzen. Und das versuchen wir einfach wirklich über unser ganzes Sortiment, immer diese, Sie können ein Produkt aussuchen, egal ob Rosette, Langschild, da Sicherheitslangschild, Sicherheitsrosette, das ist für euch in der Planung dann wirklich einfach. Dann eben diese Kombination auf das elektronische Zutrittssystem. Hier ein Beispiel vom Hotel Weißenstein in Solothurn. Weißenstein wollte weiße Beschläge, können wir natürlich auch weiße Beschläge anbieten. Und dann die Erweiterung, was wir jetzt neu auch haben, ist das Mobile Access. Mobile Access heute, alle wollen den Zugang mit dem Smartphone machen und da haben wir jetzt auch eine Lösung, wo man von überall aus die Türe zu Hause öffnen kann oder vielleicht in einem Schulhaus ist der Abwart, der ist irgendwo, jetzt muss er eine Türe öffnen, weil da einer rein muss, man kann ihm diese Türe mit dem Handy kann er diese Türe öffnen. Oder auch im Hotelbereich, wo man heute keine Badges mehr geben möchte oder Self-Check-In, oder kann ich einen Link verschicken, er kann das App runterladen und kann so nachher diese Türen öffnen. Und dann die Verlinkung, wir können natürlich auch, und da sind wir momentan sicher der einzige Hersteller, der ein elektronisches Zutrittssystem auch im denkmalschützerischen Bereich einsetzen kann, die Manufaktur. Und jetzt möchte ich das Wort übergeben an Marc, der euch jetzt über das Schloss Schadau weiter erzählt. Vielen Dank, Marco. Wir machen kurz den Wechsel auf die andere Präsentation. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich und es freut mich, dass ich Ihnen heute das Projekt Schloss Schadau vorstellen kann, das Ergebnis von dieser Innensanierung und von der Umnutzung. Wie schon anfangs erwähnt, ich bin heute die Vertretung für Anna Sutter, sie ist leider krank, aber ich kenne das Projekt sehr gut und hoffe, dass ich Ihnen hier gut Auskunft geben kann. Sutter und Partner, wir sind ein Büro in Bern, etwa 15 Mitarbeiter und arbeiten sehr viel im Sanierungsbereich und durften auch schon einige denkmalgeschützte Objekte in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege realisieren. Heute stelle ich Ihnen das Projekt Schloss Schadau vor. Das Schloss steht in Thun, in der Nähe vom Bahnhof, also direkt am Thunersee, mit Sicht auf den See.
Also hier vorne wäre... Vorne ist eigentlich der See und hier rechts fließt die Aare ab Richtung Bahnhof. Das Schloss wurde um 1850 von der Familie de Rougemont erbaut. Es war eigentlich ursprünglich eine Sommerresidenz und wurde dann 1925 von der Stadt Thun übernommen. Von 1950 bis 1990 wurde die Fassade immer wieder saniert, also die Fassade war in einem sehr guten Zustand. Und dann etwa so 2015 hatte dann die Stadt Thun das neue Konzept, dass die Umnutzung gemacht werden soll und dass die Innenräume, die zu dieser Zeit noch vor allem im Obergeschoss ungenutzt waren, restauriert werden. Hier sieht man das Erdgeschoss. Also schon vor der Restaurierung war das Erdgeschoss als Restaurant genutzt. Und die Obergeschosse waren, es gab noch ein Gastronomiemuseum und eine Pächterwohnung. Die war jedoch in so schlechtem Zustand, dass dort niemand mehr gewohnt hat. Nach der Umnutzung ist auch das Erdgeschoss immer noch als Restaurant genutzt. Man sieht jetzt hier auf diesem Grundriss zum Beispiel die neue Tagesküche, die wir hier eingebaut haben. Das war sicher einer der größten baulichen Eingriffe. Oder auch hier im oberen Bereich diesen Lift, den wir neu eingebaut haben. Einfach weil heute die Anforderungen an IV-Zugänglichkeit und auch für den Betrieb mit Anlieferungen für die Küche war dies erforderlich und man hat dann hier mit der Denkmalpflege eine gute Lösung gefunden. Sonst ist eigentlich hier oben der Hauptzugang zum Schloss und dann eigentlich diese durchgehende Achse auf den See hinaus. Hier in der Mitte die Empfangstheke mit dem Barbereich und dann gibt es hier viele verschiedene Restauranträume. Und hier vorne dann der große Festsaal, der vor allem für Hochzeiten und Veranstaltungen oder Geschäftsanlässe genutzt wird, mit den Zugängen auch hier in den Park. Hier im Schnitt sieht man auch den Lift, den wir in diesen Turm eingebaut haben. Und im Bereich von der Küche gibt es noch so ein Zwischengeschoss. Sonst sieht man eigentlich, dass die Geschosse, also unten im Ege, das wäre im Restaurantbereich überhoch und dann nach oben werden die Geschosse immer wie kleiner. Zusätzlich zum Restaurant im Erdgeschoss haben wir in den Obergeschossen 9 Hotelzimmer und 4 Seminarräume. Da war die große Herausforderung vor allem für die Hotelzimmer, neue Nasszellen einzubauen. Zum Innenraum führe ich Sie hier kurz durch die Geschosse. Also es gab im Eingangsbereich diese sehr opulente Sandsteintreppe. Und auch sonst sind die Räume eigentlich sehr prunkvoll gestaltet, also das rechts ist jetzt ein Restaurantraum. Eigentlich war die Substanz schon, also es war sehr viel vorhanden, zum Beispiel bei dieser Treppe, die wurde vor allem gereinigt und man sieht vielleicht hier im oberen Bereich, es gibt da immer noch so Risse. Das war auch immer die Diskussion mit der Denkmalpflege, wie weit man bei dieser Restaurierung gehen kann. Also es war nie das Ziel, dass das aussieht, als wäre es neu, weil das Haus ist aus Holz und es bewegt sich Sommer, Winter, die Risse entstehen immer wieder neu. Und das Konzept bei der Sanierung war eigentlich möglichst alles zu sichern und einfach sicherzustellen, dass nichts weiter kaputt geht, dass keine Gefahr besteht, zum Beispiel, dass das hier abbrechen könnte, aber sonst eigentlich das möglichst so zu erhalten, wie es ist.
Neu ist natürlich der Teppich auf der Treppe, den hat man ersetzt. Oder auch in den Innenräumen, zum Beispiel hier die Tapete ist neu, die im Nebenraum, die ist noch bestehend. Und die ganzen Holzarbeiten wurden einfach aufgearbeitet und aufgefrischt. Von prunkvollen Erdgeschoss gehen wir ins erste Obergeschoss mit den Hotelzimmern. Hier sieht man schon, die Raumhöhe wird deutlich tiefer, aber immer noch sehr schön mit den Tapeten und den tieferen Knietäfer. An der Decke hatten wir auch viele noch Deckenmalereien, die noch erhalten waren. Die waren am Anfang sehr braun, die wurden alle gereinigt und geflickt. Und wir haben zum Beispiel auch mit der GVB dann eine Lösung gefunden, dass wir den Rauchmelder nicht genau hier in der Mitte platzieren mussten und haben auch die Beleuchtung an die Wände genommen oder mit Stehlampen, sodass dieser Deckenhimmel wieder zur Geltung kommt. Wenn wir dann weiter hochgehen ins zweite OG, ist hier links ein Seminarzimmer und rechts so ein kleines Turmzimmer, das auch vom Zimmer, also vom Hotelzimmer aus genutzt werden kann. Und man sieht auch hier aber deutlich, wie der Ausbau, also mit dem Prunk abnimmt. Also hier oben ist dann das Holz nur noch gestrichen, die Decken sind weiß. Das ist eigentlich alles, also das hat man so vorgefunden oder mit Sondierungen und mit Farben und so hat man die Farben vom Holzwerk wieder, so wie sie ursprünglich waren, wieder hergestellt. Der Boden war vorhanden, also den haben wir auch einfach geschliffen und aufgearbeitet. Und insgesamt sehen Sie, dass es sehr unterschiedliche Zimmer gibt im ganzen Schloss. So ist es auch bei den Hotelzimmern. Also es gibt sehr individuelle Hotelzimmer, die auch individuelle Preise haben. Also man kann von der Suite mit Seesicht, kann man auch in einem, zum Beispiel in einem ehemaligen Bedienstetenteil mit kleineren Zimmern übernachten und das Schloss erleben. Wenn wir wieder runtergehen ins Erdgeschoss, also das ist jetzt der große Ballsaal, dann sieht man auch hier, dass eigentlich sehr viel von der historischen Substanz vorhanden war. Die Decke war vorher auch eher grau oder beige und wurde dann komplett gereinigt. Das Holzwerk wurde aufgearbeitet von Restauratoren, aber das war eigentlich alles so schon vorhanden. Und das Einzige war jetzt in diesem Saal, der Boden, der war wirklich durchgetanzt oder runtergeschliffen. Also den mussten wir komplett ersetzen. Wurde aber auch es gab dann dort etwas exotische Hölzer, die damals verbaut wurden und wir haben das dann mit Schweizer Holz ersetzt. Es war auch so, dass nicht immer alles so war, wie es scheint. Also wir haben hier zum Beispiel links eine Decke mit so Holzverzierungen. Oder wir dachten, es wäre Holz und haben dem Schreiner gesagt, er soll doch dort die Flickarbeiten machen. Und dann hat sich gezeigt, dass das alles in Gips modelliert und nur gestrichen ist. Und zum Beispiel auf der rechten Seite sehen wir diese Deckenfriese, die eigentlich nur so plastisch auf eine gespannte Leinwand an die Decke gezeichnet wurden. Also ihr seht, hier wurde sehr viel auch gefaked oder mit Täuschungen gearbeitet. So verlockend, das war, fällt eine Folie. So verlockend das war, haben wir eines relativ früh entschieden, dass wir bei der Möblierung auf eine nicht historisierende Möblierung gehen. Also ein Grund war vor allem auch, dass sehr wenig Bestandsmöblierung vorhanden war. Und wir dann gesagt haben, dass wir das mit einer eher zurückhaltenden, modernen Möblierung ausstatten. Aber trotzdem auch, ihr seht zum Beispiel hier, es gab bestehende Stücke wie diese Tonnetstühle, die wir dann neu gepolstert haben und die sich dann auch mit der neuen Möblierung kombinieren ließen. Bei den Tapeten ist es so, dass viele der Tapeten sehr beschädigt waren und kaum noch
weiterverwendet werden konnten. Und wir haben dann einen Hersteller gefunden, der uns neue Tapeten nach alter Machart produziert hat. Und so wurden wirklich auch, jedes Zimmer war auch ursprünglich sehr individuell gestaltet und wurde dann jedes Zimmer mit einer neuen individuellen Tapete tapeziert. Interessant ist auch noch, dass zum Beispiel die Auflage kam von der Denkmalpflege, dass wir alle Haustechnikinstallationen Aufputz installieren müssen. Also es muss alles so installiert werden, dass man das im Zweifel auch wieder zurückbauen kann. Das hat dann dazu geführt, dass dann hier zum Beispiel Heizleitungen sichtbar geführt werden oder auch die alle Elektroinstallationen Aufputz sind. Oder auch hier in der Mitte, aber mit dem Gesamtbild vom Zimmer verträgt sich das eigentlich relativ gut. Hier sieht man noch die Empfangstheke. Auch hier ist unten, sieht man, dass die Theke ist neu und die ist auch ganz klar als neues Element gestaltet. Aber sehr zurückhaltend, sodass der Raum eigentlich nicht konkurrenziert wird. Jetzt der Übergang zu den Türen und zu den Rücken. Wir hatten im Erdgeschoss sehr viele große bestehende Türen und auch noch mit historischen Drehknöpfen. Ja. Die haben wir auch teilweise aus dem Obergeschoss ergänzt. Also wir haben eigentlich alle Holzknöpfe, die wir noch hatten, haben wir dann im Erdgeschoss eingesetzt. Und im Obergeschoss hatten wir dann eigentlich nur noch sehr wenige Drücker und auch sehr viele verschiedene aus verschiedenen Zeiten. Zudem kam, dass wir alle Türen Brandschutz ertüchtigen mussten und auch akustisch verbessern. Man will ja nicht, wenn man ein Zimmer mietet, dass man alles hört im Gebäude. Das führte dann eigentlich dazu, dass wir im Obergeschoss neue Türen haben und dann auf die Suche gingen nach einem passenden Drücker. Wir haben dann wirklich viele Kataloge von verschiedenen Herstellern durchgeschaut und Muster bestellt und irgendwie hatten wir kein passendes Objekt gefunden und bis dann die Firma Glutz auf uns, also wir hatten dort andere Drücker bestellt und als wir nicht so zufrieden waren, haben sie gesagt, ja halt, es gibt noch die Manufaktur, kommt doch mal vorbei, schaut euch das an und dann haben wir dann zusammen mit Glutz diesen Shutout-Drücker entwickelt. Wir haben hier auch ein Modell gebaut von einem Drücker mit Holzhülse und einem Drücker ohne. Man sieht es dann auf dem nächsten Bild. Also wir haben im Zimmerbereich haben wir immer die Drücker mit Holzhülse und im Backoffice-Bereich, also so auch in den Nebenräumen, haben wir die Drücker ohne Holzhülse. Und das ist eigentlich wirklich ein sehr schöner Drücker, den wir hier kreieren konnten. Und mit diesem Modell war es auch sehr einfach, die Bauherrschaft zu überzeugen, dass sich das lohnt, dort diesen Weg zu gehen und nicht mit irgendeinem Katalogprodukt das auszustatten. Was es dann auch noch gab, war bei den Verbindungstüren, gab es auch bestehend schon Oliven, die haben wir dann auch aufgenommen und nachgebaut oder nachgegossen. Und eigentlich immer bei den Badezimmertüren und bei den Verbindungstüren gibt es diese Oliven. Bevor wir zum Übergang zur Manufaktur kommen, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass das Schloss ist geöffnet für die ganze Bevölkerung. Man kann dort im Restaurant essen, man kann ein Hotelzimmer buchen. Es wurde letztes Jahr auch von Icomos Suisse als historisches Hotel des Jahres 2021 ausgezeichnet. Und ich kann Ihnen allen nur empfehlen, wenn Sie in der Region Thun sind, sich das mal anzuschauen. Merci. So, wir haben jetzt quasi das Resultat gesehen.
Ich kann Ihnen jetzt aufzeigen, wie wird eigentlich ein solcher Drücker, ein solches Objekt gemacht. Das Bild war schon vorher bei Marco Süß gezeigt. Das ist eine der Zugangstüren zur Manufaktur in Solothurn, der Firma Glutz, und die stoßen wir jetzt richtig auf und gehen da rein. Um solche historischen Drücker machen zu können, brauchen wir immer ein Modell. Wir haben einen großen Modellboden mit 12.000 Objekten, historischen Objekten. Hinten auf dem Tisch, da beim Eingang, ist eine Kunststoffkiste mit einem Haufen Modelle drin. Das soll ein bisschen die Menge symbolisieren, was wir da alles haben. Wir haben Türbeschläge, Fensterbeschläge, Möbelbeschläge, Gurtschnallen, eine kleine Kanone, also kreuz und quer, alles Mögliche. Die meisten sind aus der Zeit des Historismus, der größte Teil, also die passen hervorragend zum Schloss Schadau, welches ja in genau dieser Zeit gebaut wurde. Ein Modell muss nicht so aussehen wie das, was wir hier auf dem Bild sehen. So ein Modell kann zum Beispiel auch aus Fimo sein, so einer Kinderknete, die man dann im Backofen aushärten lassen kann. Das ist der Kunststoffabguss eines in Lehm geformten Modells. Das gegossene Objekt liegt auch hinten auf dem Tisch. Das kann aus Holz geschnitzt sein. Wir haben Kunststoffmodelle. Ab einem Originalmodell können wir auch Kunststoffkopien machen selber. Das kann 3G, ein 3D-Druck sein aus Kunststoff, die wir dann verwenden können, um daraus eine Form zu bauen. Hier ein Katalog der Firma Glutz von 1904, der liegt auch auf da hinten, mit den entsprechenden Modellen dazu. Also wir arbeiten immer noch mit denselben quasi Werkzeugen, wie man vor 150 Jahren auch schon gearbeitet hat. Und unser System, wie wir diese herstellen, ist auch noch dasselbe wie vor 150, 200 Jahren. Also es ist im Bereich des Denkmalschutzes vor allem interessant. Wir arbeiten nicht mit der Kopie von der Kopie von der Kopie, sondern wir arbeiten quasi mit den Werkzeugen aus dieser Zeit. Zum Formenbau, da brauchen wir Sand. Das sieht dann so aus, also einfach ausgedrückt liegt da drin jetzt ein Modell und es wird Sand darum verdichtet. Dieses Verdichten passiert ganz am Anfang von Hand, dann mit solchen Werkzeugen, wo von Hand verdichtet wird. Und das, was wir auf dem Bild sehen, ist ein Pressluftstampfer, wo dann dieser Sand so fest zusammengepresst wird, dass er eine Gussform als Gussform dienen kann. Sie können sich das ein bisschen vorstellen, wenn Sie irgendwie Sand am Meer nehmen, der trocken ist, der hält nicht zusammen. Wenn Sie den nass machen, dann kann man den formen. Und wenn Sie jetzt da noch ein Ölbindemittel dazugeben, dann kann man eine Gussform herstellen. Ich hatte früher immer Mühe, mir vorzustellen, wie kann man aus Sand eine Form machen. Ein bisschen Sand haben wir auch aufgelegt und eine Gussform liegt auch da. Hier sind fertige Gussformen. Für die Drückerform diese hier. Es gibt eine zweiteilige Form, also die Unterseite, die liegt jetzt flach auf diesem Wagen drauf und eine Oberseite, die ist da noch aufgestellt. Also nach dem Formenbau wird das Modell entfernt und der Hohlraum, der entsteht, der kann ausgegossen werden, um ein Produkt herzustellen. Hier sind wir jetzt, verlassen wir die Formerei. Die Wagen werden in die Gießerei geschoben, das ist der Raum gerade daneben. Und wir verarbeiten Messing und Bronze. Das sind unsere Metalle, welche wir verwenden. Dieser Tiegel ist jetzt ungefähr 1200 bis 1400 Grad heiß. Unser Ofen läuft mit Gas, er könnte auch elektrisch beheizt werden. Also ein anderes Ofensystem könnte auch elektrisch beheizt werden, ist im Moment beides irgendwie blöd. Aber irgendwoher muss die Energie kommen, damit wir diesen Schmelzpunkt da erreichen. Der Tiegel fasst 50 Kilogramm flüssiges Metall. Also das ist so eine unserer Limitierungen, die wir haben. Der wird jetzt mit der Zange aus dem Ofen genommen und zum Gießen in dieses Gestänge reingestellt. Und dann sind da zwei Personen damit beschäftigt zu gießen. Die Person näher bei uns, wo man nur die Hand sieht, das ist die Hilfsperson, die bedient den Kran.
Also das sind ja 50 Kilometer Talbrust, auch alles rundherum, das hebt man nicht einfach so einfach herum. Also wir arbeiten da mit einem Kran und er hält noch das Gestänge auf der anderen Seite und hinten ist der Gießer, der hat einen Doppelgriff, der bestimmt die Höhe, die Geschwindigkeit und wie lange da gegossen wird. Er ist verantwortlich, dass die Güsse am Schluss gut kommen. Die Formen werden nicht zusammen geschraubt, sondern die werden einfach mit Gewicht zusammengehalten. Also das sind in diesem Fall jetzt Messingbarren in so einem Eisenbehälter drin, die wir darauf stellen. Das reicht, um diese zwei Formhälften an der Position zu halten, dass da während dem Gießen nichts passiert. Hinten, hier hinten, das sind Formen für Glocken. Die sind etwa so hoch. Diese müssen wir zusammenschrauben, weil durch den Druck, der beim Gießen entsteht, wenn sich das Metall auffüllt, kann es diese Formhälften sonst auseinanderdrücken und das Metall wird rausfließen. Also je höher, je mehr muss das zusammengeschraubt werden. Der Wagen, wo wir vorher die fertigen Formen gesehen haben, der steht jetzt eben da und jetzt gehen die zwei von einer Form zur anderen und gießen diese ab. Messing oder so Beschläge, das können wir sehr schnell öffnen, also sobald da wieder alles weggeräumt ist, können wir die Form aufmachen. Dann sieht das so aus, hier wurden Drücker gemacht, vier Stück. So auf den ersten Blick sieht es so aus, dass der Guss gut gekommen ist, das ist nicht immer der Fall, manchmal haben wir auch Fehlgüsse. Und was da in der Mitte ist, all das hier, das ist das sogenannte Gießsystem. Das ist nötig, damit diese Teile, die wir dann am Schluss weiterverarbeiten wollen, schön ausgefüllt werden mit Metall. Der Sand rund um, den Guss, der ist hier so schwarz oder grau verbrannt. Diesen Teil des Sandes müssen wir wegschmeißen, also es wird ausgekratzt und der Rest des Sandes kann wieder verwendet werden. Vom Metall her, all das hier drin, was wir wegschneiden, das können wir alles wieder einschmelzen. Also wir haben sehr wenig Abfall in unserem Produktionsprozess. Dann werden diese Teile aus der Form genommen. Die Form ist danach kaputt. Also wir arbeiten mit dem System der verlorenen Form. Wenn wir jetzt 8 Drücker machen wollen, müssen wir 2 solche Formen bauen. Das, was bleibt, ist das Modell. Und mit dem können wir so viele Formen bauen, wie wir dann Produkte benötigen. So sieht der Rohguss aus. Dieses Teil da hinten wird jetzt abgeschnitten, geht zurück in den Fertigungsprozess und der rohe Drücker hier geht weiter in die mechanische Werkstatt. Auf der linken Seite ein Drehbank. Wir müssen diese Teile an den Drückern, also da wo die Lagerung dann drin ist, die müssen wir noch mechanisch nachbearbeiten. Wir können das nicht so genau gießen, dass das dann gleich passt. Da wird jeder einzelne Drücker eingespannt, ausgerichtet, abgedreht. Zum Teil machen wir auch gewisse Oberflächenbearbeitungen schon auf der Drehbank, soweit möglich. Auf der rechten Seite dann die ganze Oberflächenveredelung. Das findet auch alles von Hand statt. Also Schleifen, Bürsten, Polieren sind alles Handarbeitsschritte bei uns. Wir können verschiedene Oberflächen herstellen. Wo Messing drin ist, muss es auch nicht unbedingt aussehen wie Messing. Auf den obersten links hier, der ist Messing mattiert. Der darunter ist Messing poliert. Das sind rein mechanische Bearbeitungen. Dann die zwei unterhalb, der wurde vernickelt, matt, und der wurde glanzvernickelt. Also mit dem richtigen Schliff auf dem Messingstück mit dem Vernickeln sieht das eigentlich am Schluss aus wie ein Edelstahlprodukt. Auf der rechten Seite 3 Stück brüniert. Da geht ein solcher Drücker in einen Laugenbad und je länger dass der in dieser Lauge drin liegt, je mehr wird die Oberfläche angegriffen und je dunkler wird dieses Teil. Und unten rechts noch ein patinierter, das ist eine Oberfläche, die aufgestrichen oder aufgespritzt wird. Und damit können wir auch so Schmiedeeisenoptik herstellen. Also zum Beispiel ein altes, historisches
groß ausgeschmücktes Schmiedeeisenschild ist einfacher abzugießen, weil wir können auch einen Originalbeschlag als Modell nehmen, ist einfacher abzugießen und dann mit dieser Oberfläche zu behandeln, als wenn das ein Schmied alles von Hand wieder nacharbeiten muss. Manchmal sind das Optionen, dass man das machen kann. Diese Drücker plus Formen, die liegen jetzt auch zum Anschauen hier, die bleiben auch in der Baumusterzentrale, also die werden hier eingelagert. Und wenn Sie mal Materialmuster diese brauchen, können Sie die auch direkt hier in Zürich anschauen oder über die Baumusterzentrale beziehen oder ausleihen. Noch ein, zwei Beispiele von Projekten. Das ist das Stadtcasino Basel, wurde von Herzog Dömeron umgesetzt. Die Drücker wurden auch vom Architekten gestaltet. Die haben eine Holzfassade außen und sie wollten eigentlich dieses Thema bis in den Innenraum mitnehmen und haben dann das Design auch der Drücker gemacht. Wir haben diese Designentwicklung begleitet, um die Machbarkeit sicherzustellen. Hier geht es nicht nur um Optik, also das ist jetzt einfach das Messingteil mal, das wurde dann noch brüniert und sieht dann so aus wie auf dem Bild. Hier ist nicht nur die Optik war wichtig, sondern dass das am Schluss auch noch funktioniert. Also dieser Drücker hat ein ziemliches Gewicht. Und das drückt jetzt auf die Schlossfeder und da ist es nicht mehr sicher, dass der dann wieder in die Ausgangsstellung zurückgeht, wenn wir nicht noch technisch etwas nachhelfen. Da haben wir die Möglichkeit, mit zusätzlichen Federn zu schaffen. Also hier ist eine integriert. Die sehen so aus, die können in Schilde oder Rosetten integriert werden, um zusätzliche Federwirkung auf die Drücker zu bringen, damit die nach der Bedienung wieder am richtigen Ort landen. Also die Optik ist eine Geschichte, die wichtig ist, aber eine mindestens ebenso wichtige Sache ist die Funktionalität am Schluss an der Türe. Also der Schreiner, der diese Türe baut, ist ja verantwortlich, dass das am Schluss funktioniert. Und am liebsten spreche ich dann mit dem Schreiner bei der technischen Lösung, ja, was ist da für ein Schloss verbaut, wie wird diese Türe bedient, gibt es noch eine Fluchtwegsituation oder nicht. Hier ist ein Fluchtweg, also deshalb kommt auch noch dieser Teil hier noch dran. Da gibt es sehr viele Themen rundherum, um nicht nur die Gestaltung, sondern Sie kennen das ja wahrscheinlich auch, was da noch alles dazukommen kann. Ein anderes Beispiel, der Esel. Wir haben eine Anfrage erhalten, ob wir auch einen Türgriff zum Thema Esel machen können. Diese Frage haben wir laut und deutlich mit IA beantwortet, das können wir. Da haben wir einen Künstler engagiert. Wir gingen da zum Kunden, der ist auch in Zürich. Das ist im Erweiterungsbau des Kunsthauses. Der bewacht da die Sammlung Bürle, die wahrscheinlich recht bekannt ist, aus Presse und so weiter. Wir gingen zum Kunden mit dem Künstler. Der hat mal mit Skizzen, die liegen auch hinten auf, mal die Idee konkretisiert. Das war einfach mal Türe und Esel. Was können wir etwas machen? Durch Skizzen kamen wir dann auf den Weg, was das werden will. Dann haben wir ein Lehmmodell, hat der Künstler gemacht. Das wurde dann vom Kunden freigegeben. Mit dem Lehm können wir leider nicht die Form bauen, weil durch das ganze Stampfen würde der Lehm kaputt gehen. Deshalb hat man vom Lehm einen Abguss gemacht aus Kunststoff. Und den konnten wir dann gebrauchen, um eine Form zu bauen, wo wir das Objekt, was auch hinten aufliegt, in Bronze gießen konnten. Also es ist ein Einzelstück, Herzog Dömeron, da hat ein paar seine Kleinserie. Also wir können Stückzahl 1 bis zu einer gewissen Menge problemlos machen. Was machen wir sonst noch? Kuhglocken, etwa 360 im Jahr. Alle bringen sofort Glutz mit Kuhglocken in Verbindung. Wahrscheinlich nicht, also das können wir auch in unserer Gießerei. Und Kunstobjekte wie diese kleine Eule da auf der rechten Seite oder eben diese Eidechse können wir auch machen. Also grundsätzlich machen wir ein Kunsthandwerk und es ist sehr vieles möglich. Also wenn jemand von Ihnen einen Drücker selber gestaltet an seiner Haustüre möchte, können wir das machen. Ist natürlich von der Preissituation irgendwo anders, als wenn man einen Katalog aufschlägt und da etwas ausliest. Aber dafür ist man der oder die Einzige, der diesen Drücker hat.
Damit komme ich zum Schluss. In Solothurn arbeiten 250 Leute für die Firma Glutz. 6 Leute, da fehlt noch einer. Wir haben seit Neuestem einen Lehrling, sind in der Manufaktur tätig. Und ja, wir sind so die Speziellen in der ganzen Firma. Wir sind nachher noch da und können Fragen beantworten. Und vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen und ich hoffe, wir konnten Ihre Erwartungen erfüllen. Merci. Vielen Dank, Florian Kaufmann, Marc Blaser und Markus Süß für die interessanten Ausführungen zur Herstellung, zu den Möglichkeiten und auch dem Einsatz der Türdrücker und Beschläge. Schauen Sie sich die Stufen der Herstellung dort hinten an, wie schon gesagt wurde, und all die unterschiedlichen Beschläge, die heute hier aufliegen. Der nächste Anlass, der nächste Brownberg Lunch, findet in 2 Wochen statt. Da begeben wir uns aufs Dach und gehen dort so durch die Schichten. Es ist Foamglas zu Besuch, das ist die Dämmschicht. Und dann haben wir eine Referentin dazu, die dann über alles, was nach der Dämmschicht kommt, über die Dachbegrünung bis zu den Solaranlagen eine Ausführung macht und die Möglichkeit. Kommen Sie in 2 Wochen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.